Frau Fichmann, ich bin's, Jutta. Hallo Jutta, wie schön von Ihnen zu hören. Es muss bei euch doch Mitte der Nacht sein. Ja, ja. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Natürlich, Jutta. Sie mag Ihnen vielleicht seltsam erscheinen, aber... Nein, nur zu, nur zu. Jutta, Jutta. Könnten Sie mir einen Gefallen tun und die Musik leise drehen? Hallo! Die Musik etwas leiser. Hören Sie mich? Was? Die Musik leiser. Verstehen Sie nicht? Dann drehen Sie die Musik leiser. Was ist denn? Könnten Sie die Musik abstellen? Habe ich doch schon. Ja. Naja, ich will sowieso gehen. Ah, die Vollschule, oder? Ist alles hergerichtet. Dann guck mal schön. Hallo, Jutta. Grüß dich, Heinrich. Wartest du schon lange? Ja. Und wie war dein Wochenende? Ich konnte nicht schlafen. Gestern war ich zum Essen eingeladen. Bei der Gelegenheit gibt mir Martha Selmers Gedichte zurück, die ich ihr geliehen hatte. Und was sagt sie? Ist ganz nett, aber ein bisschen naiv. Ist ganz nett, aber ein bisschen naiv? Paul Celan dagegen. Eben nicht dagegen. Ich habe ihr geantwortet, das ist Selma Meerbaum-Eisinger und nicht Paul Celan. Hör hin, verdammt nochmal. Nein, das habe ich leider nur gedacht. Sie wird gar nicht wissen, wovon du sprichst. Ich hatte eisige Verachtung im Blick. Martha ist doch kurzsichtig. Martha ist... Das betont sie jedenfalls immer. Martha ist harmlos, ahnungslos und liest Paul Celan wie ein Kreuzworträtsel. Keine Lust zu proben, Ich? Große Lust. Ganz große Lust. Wenn ich nur wüsste, was. Übrigens, ich habe mit Frau Fichmann telefoniert. Frau Fichmann, die mit Selma befreundet war und die dann den Cousin von Laser geheiratet hat. Die Dame aus New York? Nein, aus Pittsburgh. Mhm. Ich habe ihr Fragen gestellt. Warum fragst du nicht, was ich gefragt habe? Dieses biografische Rumrätseln und Belauern, das bringt uns hier nicht weiter. Sind Ihre Gedichte nur durch diesen Tod gut? Engel, mein glänzender Engel, mein furchtbarer Engel, der mich nicht lässt. Du hältst die Ketten. Du öffnest den Mund und ich singe. Frau Fichmann, was halten Sie von Selmers Gedichten? Sie hatte einen Zugang zu allem rings um sie. Sie war in Wirklichkeit Poesie. Sieh nur die Straße, wie sie steigt. So breit und hell, als warte sie auf mich. Der Wind rauscht rufend durch den Wald. Er sagt mir, dass das Leben singt. Die Luft ist leise, zart und kalt. Die ferne Pappel winkt und winkt. Jutta, sind Ihre Gedichte nur durch diesen Tod gut? Ich hatte um einen einfachen Tisch gebeten. Jetzt stellen die einen so ein Ungetüm hin. Vielleicht ist er einfach stehen geblieben. Was gab's denn gestern Abend? Land des Lächelns. Ich wollte nur einen einfachen Tisch. Ein Tisch, einen ganz normalen Tisch. Nichts Aufwendiges. Ein kleines Tischchen, das waren meine Worte. Ein kleines Tischchen, bitte. Und das kommt dann dabei raus. Das ist eine Landebahn für Kleinflugzeuge. Ein Abendmahlstisch. Die hören nicht zu. Die hören uns einfach nicht zu. Und weißt du warum? Weil sie uns nicht ernst nehmen. Genau, das ist das eigentliche Problem. Hier glaubt keiner an uns. Die denken sich wahrscheinlich alle, oh, die Produktion kommt so und so nicht raus. Genau, das ist das eigentliche Problem. Die denken sich wahrscheinlich alle, so nur ein Chanson-Programm. Da stellt man sich ergriffen ans Klavier und macht den Mund auf. Und es ist ja auch nie zu einem Gespräch gekommen. Wir hatten nie die Chance, ihnen zu vermitteln, um was es hier eigentlich geht. Dass es sich hier nicht um einen Liederabend handelt, sondern um eine Suche, um
ein Leben. Und dann stellen sie uns in ein Operettenbühnenbild. Sag mal, weißt du eigentlich, wie lächerlich du aussiehst? Du auf deinem Thron? Ich wollte ein Tischchen. Ein ganz normales Tischchen. Um was drauf abstellen zu können. Ein Glas Wasser, eine Flasche. Könntest du endlich mit dem albernen Gesinge aufhören? Fangen wir jetzt an. Ja, fangen wir an. Wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen? Du? Und hat sich bei dir was bewegt am Wochenende? Ich habe nachgedacht. Und? Und als von meinen Gedanken nichts mehr übrig war, bin ich spazieren gegangen. Den Ton finden. Leise schlägst in deinem Lied du einen Ton an. Und dir ist, als fehlte noch etwas. Und du suchst verwirrt bei allen Tönen. Ob sie dir nicht sagen können, wo es zu finden, wo und wie und wann. Genau. Genau. Übrigens, ich habe am Freitag die Fahrkarte nach Czernowitz bestellt. Schon bestellt? Wir müssen noch mal hin. Vielleicht kommen wir da auf ganz neue Ideen. Beim ersten Mal, weißt du, das war wie ein Herantasten, wie ein Fährten aufnehmen. Aber beim zweiten Mal, da machen wir die Sache rund. Möchtest du einen Tee? Es muss noch mal sein, Heinrich. Wir fliegen am 9. Januar frühmorgens von Frankfurt nach Lemberg, haben dort circa drei Stunden. Wir müssen uns über die Besetzung klar werden. Ich dachte an zwei Violinen. Eine Viola. Ein Violoncello. Und ein Kontrabass. Kontrabass? Keinen Kontrabass. Heinrich, ich dachte, wir wären uns einig, oder? Keinen Kontrabass. Ein Kontrabass ist einfach zu düster. Um jeden Schritt kämpfen. Nicht mehr verstehen. Was das alles ist. Und soll. Im Treppenhaus, an den Gewehren und Sternen vorbei, über all die Toten hinweg, hinaufsteigen zu mir. Allein. Und angekommen, wie eine Statue da sitzt. Und ans Aufhören denken. Aber im Bauch dieser glühende Klumpen leben. Ich möchte tanzen. Am Ende aller Versprechungen. Aufhören. Einfach aufhören. Doch im Bauch dieser glühende Klumpen leben. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. Kilu, Kilu, Kilu.